Heute früh hat die Statistik angezeigt, dass ich 321 Abonnenten habe. Das ist die Zahl, bei der ich mein Giveaway starten wollte. Und während mein Essen hier wärmt, nehme ich einfach mal kurz die Zeit, um mich bei euch zu bedanken. Bei 123 Abonnenten hatte ich mein erstes Giveaway gemacht. Das war eine für mich unerreichbare Zahl. 123 deshalb, weil einer der Haupt, Hauptsponsoren, einer derjenigen, der mir ganz viele Abonnenten halt zugeführt hat, war Stefan 123321. Daher mein erstes Giveaway bei 123 Abonnenten. Und jetzt habe ich die restlichen drei Ziffern von Stefan 123321 erreicht, also die 321. Und deshalb bedanke ich mich bei euch mit dem Giveaway. Ich habe mir eine Aufgabe ausgedacht, das beschäftigt mich schon eine längere Zeit, eigentlich um genauer zu sagen, seit etwa einem Jahr. Ich bin im März letzten Jahres nach Israel gereist und im Flug hatte ich aber kein Check-in-Gepäck dabei, sondern lediglich mein Handgepäck. Das kam mich pro Strecke 40 Euro günstiger. Hab mir gedacht, dann könnte ich mir auch dort ein Messer kaufen für 40 Euro und dort auch jemanden weiterschenken und ich habe immer noch 40 Euro gespart. De facto ist, dass man nicht so schnell einfach ein Messer findet, was jetzt nicht nur ein Küchenmesser ist oder sowas. Aber es würde gehen. Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt, wie kann ich ein Schneidwerkzeug haben, gleich wenn ich aus dem Flugzeug rauskomme, wenn ich aus dem Flughafen rauskomme, also in meinem Falle war es, dann habe ich den Zug genommen, Endstation, Zughaltestelle und bin dann zu Fuß weitergelaufen. Und da brauchte ich ein Messer. War aber noch nirgendwo angekommen, hatte noch nirgendwo Geld getauscht, etc. etc. Jetzt wünsche ich mir von euch, dass ihr ein bisschen MacGyverism an den Tag legt. Mein Kanal hat was zu tun mit Ideen. Ich selber bastle gerne. Was würdet ihr auf die Reise nehmen an Material, was keinerlei Probleme bei der Flugzeugkontrolle hat und dann an Ort und Stelle, was ihr dann zu einem Messerchen, zu einem Schneidwerkzeug umarbeiten könnt? Ich meine, die Tagging-Runde von Supracore mit Schnitzen mit etwas, was nicht für Schnitzen geeignet ist, gibt ja schon sehr viele Hinweise. Macht ein Video darüber, was ihr mitnehmt, was ihr dann an Ort und Stelle zum Beispiel umbauen würdet oder so. Ich möchte ein Beispiel machen, damit es nicht so abstrakt ist. Also ich habe mir Gedanken gemacht, ich nehme mir einen Hartholzstock mit, den ich mit einem Schlitz präpariert habe und nehme eine Dose Thunfisch mit. Dann kann ich den Deckel des Thunfisches in den Schlitz einschieben und an der überstehenden Seite umbiegen und so hätte ich eine, wenn auch mit weichem Metall, aber eine Klinge, die ich mit einem Stückchen Sandpapier, was ich mir mitnehme, dann anschärfen kann und benutzen kann, um kleine Tasks zu machen. Sogar um mir Fransen zu schaben, wenn ich nicht sofort einen Stein finde. Das wäre eine Idee, die könnt ihr kopieren, die könnt ihr umsetzen, als Videoantwort machen, mir per PM den Link schicken und in die Kommentare zu diesem Video ebenfalls diesen Link hineinkopieren. Ich bedanke mich also bei euch.
so viele wie auch mitmachen. Ich habe auch was zu gewinnen. Wenn wenig mitmachen, gibt es einen Preis. Wenn mehr mitmachen, gibt es zwei. Ich habe mich aber noch nicht festgelegt, wie viele Videoeintreiben. Es kommt ein bisschen darauf an, nicht nur auf die Quantität, sondern auf die Qualität. Was für Ideen ihr habt. Ich habe einmal ein Udo Poco Haddo, das ich in einem anderen Zusammenhang mal vorgestellt habe. Ein wirklich scharfes Messer. Es ist Rostträgerstahl mit Bolteron-Scheide. Ein wirkliches Prachtstück. Und zweitens ein Filetiermesser aus flexiblem Stahl, Federstahl von Rapala, ist die Firma, J. Martini, Finnland, das Superflex von denen. Es ist mit der 19 cm Filetierklinge und es ist einer der wenigen Stainless Klingen, die sie haben, Handground Stainless Steels, die dieses Stonewash Finish haben, also diese dunkle Klinge. Der Gewinner kann sich eins der beiden aussuchen und wenn es viele gibt, dann gibt es halt zwei Gewinner. Der zweite darf dann das andere haben. Oder wenn er sagt, aber er hatte lieber meinen Kylie-Style, Rost, Carbon-Stahl, Udo Poco statt dem, kann man drüber reden. Es sieht halt nicht so schön aus, es ist mehr gebraucht, während das war für mich doch mehr die Vitrine. Das ist meine Aufgabe an euch. Ich habe mir gedacht, da ich selbst im Studium bin, wenig Zeit habe, möchte ich auch euch viel Zeit geben. Bis Ende Juli habt ihr Zeit für diese Aufgabe. Ich freue mich über jeden Eintrag, der konstruktiv ist. Und ich bedanke mich wirklich bei dieser YouTube-Community, die mir das möglich gemacht hat, die mir so viel Feedback gegeben hat, die mir so viel auch beigebracht hat, Wissen, das ich lediglich durch das Schauen der Videos und durchs Ausprobieren habe erlangen können. Vielen Dank und ich freue mich auf jede Wiederantwort. Ciao.